wir wollen jetzt floral werden und wir werden jetzt nicht nur floral im natürlichen Sinne, sondern wir werden futuristisch floral. Das heißt, ich möchte einfach einen Weltraum-Urwald kreieren. Auch hier habe ich ein Produkt der Coral-Familie verwendet, in dem Fall ist es der Coral Painter, in dem ich diese floralen, waberigen, organischen Elemente gezeichnet habe, in ganz einfach drei Farben, Außenlinie, Innenfläche, die dann eben entsprechend untergliedert ist. Dieses Element habe ich dann eben einzeln als PNG exportiert und das haben wir jetzt hier in CorelDRAW mit drin und hier auch nichts anderes, dieses Objekt auswählen, Bitmaps, Umrissvektorisierung, Clipart, also alles das, was wir schon gesehen haben und ich sage hier einfach okay und schon macht mir Corel daraus diese Vektorversion meines, was auch immer, Weltraumwurms. Und wir müssen jetzt hier eine ganz wichtige Sache machen. Wir haben jetzt hier einzelne Elemente, die zusammen alle vektorisiert sind. Dieses Element wähle ich aus, gehe hier auf die rechte Maus und sage hier Gruppierung aufheben. Weil wir jetzt nämlich hier ein Element haben, das weiß ist, hier ein Element haben, das weiß ist und dazwischen sind die Orangen. Und ich möchte jetzt hier das alles, was weiß ist, auf diesem Element einfärben. Und jetzt brauchen wir wieder was, was wir vorhin schon hatten. Und zwar brauchen wir wieder unser Formen-Tool. Und zwar wollen wir was nicht zuschneiden, sondern verschmelzen. Ich schmelze jetzt dieses Objekt, das ich ausgewählt habe, schweiße ich jetzt zum nächsten dazu. Schon ist das ein Element sozusagen. Diese beiden schmeiße ich jetzt wieder zum nächsten dazu. Jetzt ist es ein größeres Element. Und so gehe ich hier das ganze Objekt durch, bis ich ein Schweiß Konglomerat zusammengebracht habe, kann ich eben auch schnell testen, indem ich hier eine Umfärbung vornehme. Ich weiß jetzt, dass es ein Element ist, das ich hier durch dieses Formenwerkzeug zusammengeschmolzen habe. Und damit es auch noch alles sehr schön diese Trends aufnimmt, brauche ich hier wieder einen Farbverlauf und kann hier sehr schön noch eine Endfarbe auswählen. In dem Fall gehen wir jetzt mal auf was ganz Verrückten, crazy, knalligen, so ein helles Blau und ich kann jederzeit hier auch in den Bereich noch eine Zwischenfarbe wählen, die ich eben entsprechend auch nochmal einsetze. Da machen wir jetzt vielleicht auch noch sogar mal grün und schon habe ich eben hier einen verrückten Farbverlauf kreiert, den ich dann wie gesagt noch in den gewünschten Winkel setzen kann und damit habe ich eine neue verrückte Färbung im Trend des 2021 Jahres umgesetzt. Und so bin ich vorgegangen, habe viele dieser floralen Elemente weiterentwickelt und eben entsprechend gefärbt. Und wir bereiten jetzt unseren Weltraumboden für unser Poster vor. Ich habe dann gemerkt, okay, wenn ich diese ganzen Farben soweit habe, dann sieht es gut aus. Ich wollte eigentlich nochmal in einen anderen Farbbereich. Und jetzt habe ich etwas, was bei Corel super schnell geht, um so ein Element, was viele verschiedene Einzelfarben hat, in eine völlig andere Farbwelt zu bringen. Das wäre ein Mordsaufwand, hier jedes einzelne Element anzufahren und hier nochmal die Farben nachzutrimmen. Und um sowas zu bewerkstelligen, und das werden Sie gleich sehen, das sind jetzt 3, 4 Klicks, dass ich sowas in eine andere Farbwelt transportiere, ist sehr einfach. Ich nehme dieses Element, mache hier durch Steuerung C, nehme ich mir das jetzt in Zwischenspeicher. Dann mache ich Steuerung N, dadurch kreiere ich einfach eine neue Seite, bestätige das und durch Steuerung V setze ich mir hier dieses Weltraumelement auf eine leere Seite. Und wenn wir dieses Objekt jetzt genau aus der Nähe anschauen, brauche ich jetzt ein weiteres Tool und zwar sind es in dem Fall die Farbstile. Die rufe ich jetzt hier auf, die sind noch leer und jetzt nehme ich dieses komplette Element, das ist alles eine Gruppe und ziehe es hier in diese Farbstile hinein. Corel rechnet jetzt gewisse Farbgruppen zusammen, die einfach harmonisch miteinander zusammenwirken und ich habe jetzt hier eine komplette Gruppe, die so bläulich ist und ich kann mir die komplette Gruppe jetzt hier auswählen und durch einen Vertreter dieser Farbwelt ihn in den völlig anderen Farbbereich schubsen. Jetzt habe ich hier alles orange gemacht oder ich habe hier alles pink gemacht oder rot gemacht. Also man kann hier sehr, sehr schnell einen völlig anderen Farbbereich abdecken. Gehen wir nochmal in den zweiten Bereich, der nochmal buntere Stellungen hat und die schiebe ich jetzt in einen ganz anderen Umfelds-, ja, Umsetzungsbereich hinein.
sagen wir mal so. Und schon habe ich hier, das waren jetzt wirklich ein paar Klicks, ein komplett neues eingefärbtes Element gemacht. Also hier haben wir die Möglichkeit, möglichst schnell und sehr einfach verschiedene Optionen des Designs zu entwickeln. Das nehme ich mir jetzt wieder durch Steuerung C zurück in den Zwischenspeicher und werfe es hier rein. Und schon haben wir innerhalb von ein paar Klicks die dritte Version, unseren Weltraum Urwald umzusetzen. Und das ist jetzt im Prinzip der nächste wunderschöne Schritt, den ich hier einfach mache. Ich nehme diesen Weltraumsalat und durch gedrückte W-Taste setze ich mir den jetzt schön hier unten als, ja, der Urwald, über den unser Astronaut sozusagen schaukelt.